Hallo zusammen und willkommen zurück zu unserem gemeinsamen Osterspecial Special Tomb Raider. Special! Und, ja, das Special hier, das Osterspecial on the Parts of Forest. So, mit Morgana Macabre. Forest. Ja, hi. Very special heute. Ja, eine sehr special Anmoderation, aber why not, ne? Genau. Ja, wir haben einen Schlüssel eingesetzt. Danke, dass du mir das überlassen hast. Das öffnet uns komplett neue Welten und wir können einmal hier hochgehen. Durch die Kirche sind wir, glaube ich, ne? Oder von der Krypta. Genau, irgendwie. Also ja, in der... Genau, richtig. Ah, schon wieder ein neues Level. Das ist aber schön. Das hat... Ey, das sieht aber jetzt voll wieder aus wie Flowers. Wie wollte ich Museum. Auch gerade sagen. Ja, total, ne? Hier müssen wir doch bestimmt das einsetzen, was wir gefunden haben. Wir haben doch das Artefakt in dem Tempel gesucht. Und das müssen wir vielleicht jetzt ins Museum bringen, weißt du? Ah, das ist ja auch gut. Architect Archaeological Gallery. Ja, das ergibt ja Sinn. You can put the statuette in its tank. Also du kannst die Statue in sein irgendwas tun und the game will come to its... Und das, und das Spiel will, wird zu Ende sein. Okay, krass. Den Rest habe ich wieder nicht. Aber wahrscheinlich stand da drunter, dass man alternativ auch noch Secrets suchen kann. Und das alternativ würde ich mal einklammern und ein Ausrufezeichen dahinter machen. Also natürlich suchen wir jetzt nach den Secrets erstmal. Und können uns dann diese ganzen Trophäen hier nachher einfach mal anschauen, wenn wir das dann zum Schluss einsetzen. Aber da wissen wir schon mal, wo wir mit dem Artefakt hin müssen, ne? Da war auch cool, dass einem gesagt, so, hey, hier kann das Level Ende sein, aber du kannst jetzt noch dich mal umschauen, wenn du willst. Art Gallery, Kunstgalerie. Es würde mich nicht wundern, wenn das sogar das Museum ist aus Flowers, wenn wir jetzt in eine Kunstgalerie und in ein Museum gehen. In these paintings there are clues to show me which... Ach Mann, ist immer so schnell weg. Irgendwie, dass man mit einer neuen folgen also in den, muss. Ah, okay. Ich weiß nicht, wir machen halt mal alles auf erstmal. Aber wir haben ja gespeichert, das heißt, wir können dann auch den Text nochmal lesen. Oder wir können das eigentlich direkt machen, vielleicht, das ist besser, ne? Ja. Also hier wissen wir, müssen wir ganz zum Schluss hin, wenn wir alle Secrets eingesetzt haben, ne? Finale. Genau, kann ich ja auch nochmal gucken, was da unten steht. Aber war ja auch nicht so wichtig. So, jetzt kommt das mit dem Text nochmal. Which path I have to follow? Ach, I in have these paintings to there are clues that show me. Okay, ja, in den Bildern sind Hinweise dafür, welchen Weg ich entlang gehen soll. Das ergibt Sinn, oder? Aber das heißt ja vielleicht, dass man in alle Gänge könnte, aber dass wir uns die Bilder anschauen sollten, weil es einen Hinweis gibt, welchen wir überhaupt einschlagen sollten. Genau, so habe ich es jetzt auch verstanden. Das heißt, wir müssen jetzt hier tatsächlich ein bisschen Bilder interpretieren. Mal was ganz anderes. Aber hier bist du doch jetzt auch einfach reingelaufen. Also, wir können doch gerne ja, also wir hätten vielleicht vorher noch ein Rätsel lösen. Okay, ja, das geht wirklich in alle Richtungen, ne? Also ich glaube, erstmal alles aufmachen ist wahrscheinlich hier gar nicht so sinnvoll, sondern wirklich erstmal gucken, ne? Vielleicht setzt das auch Allgemeinwissen voraus, dass man immer das Bild von dem Künstler oder der Künstlerin öffnen soll, der oder die da genannt wird, aber das ist ja doch ein bisschen kompliziert. Boah, das wäre schwer. Also ich kenne die Bilder auch gar nicht. Das ist doch Jesus. Irgendwie mit Jesus irgendwie, oder? Also hier ist er gekreuzigt und stirbt und hier kommt der Engel und bringt Maria die frohe Botschaft und hier steht Jesus mit dem Zepter in der Hand über seinen Jüngern. Also das würde ich sagen, das ist Bild 1, das ist Bild 2 und das ist Bild 3. Also nach der chronologischen Jesus-Geschichte interpretiert. Weiß ich okay, aber nicht. Okay, aber was sagt uns das? Dass man bei der 1 anfangen soll?
so. Okay, ja, das könnte sein. Ich weiß es nicht. Also viel falsch machen kann man ja nicht, weil man kann ja alles auch wieder zurücklaufen, ne, wenn es nicht richtig ist. Ja, das stimmt. Raphael. Kannst du das eigentlich gut erkennen im Stream? Ja, die kann ich gut erkennen. Vielleicht müssen wir auch diesen Torbögen folgen. Also wenn wir jetzt so einmal gucken. Hier zum Beispiel sind diese Bögen drauf, diese weißen. Und diese weißen Bögen sind auch wieder hier auf dem Bild zu sehen. Dass man dann vielleicht da weiter muss. Oder hast du eine bessere Idee? Möglicherweise. Ja, weil auf die Inhalte der Bilder hatte ich gar nicht so geachtet. Ich habe erst gedacht, die Form der Bilder, aber die sind ja alle, ja, oben rund wie so Torbögen. Wollen wir es mal links probieren? Ja, können wir gerne machen. Machen wir einfach mal drauf los, mal gucken, wo uns das hinführt. Ja. So, wie schaut denn hier aus? Hier ist alles eckig. Still Natures. Wir haben Apfel und alles Eier, Stillleben. Blumen, Obstkorb, Blumen. Boah, gute Frage. Ey, ich habe gar keine Ahnung, was da für Hinweise sein sollen. Vielleicht sind wir ja schon falsch abgebogen irgendwo. Oh, das ist ein schwieriges Rätsel. Ja, finde ich auch. Könnt ihr mal gucken, was hier hinterkommt. Dieser einfach mal einen Vergleich zu ziehen. Ob da vielleicht ein Zusammenhang besteht. Ja, das kann man auch machen. Also ich glaube, es kann ja nicht schaden, einfach was aufzumachen und irgendwo reinzugehen. Nö, das kann es, glaube ich. Also glaube ich auch, dass es das nicht kann. Giorgio de Chirico. Ja, oder es steht einfach, welche Bilder das sind. Ach, aber da sind ja zwei ähnliche. Das sind irgendwie die gleichen hier, ne? Ja, es könnte sogar das gleiche sein, ja. Boah, ich habe keine Ahnung, ganz ehrlich. Das geht zum Beispiel gar nicht. Das wäre von innen, das heißt, da würden wir von der anderen Seite kommen. Das heißt, wir müssten in die Richtung laufen. Also ich bin da auch sehr überfragt, muss ich sagen. Weiß ja, oder wir rot? Wir laufen einfach mal überall durch. Links? Achso, dann weiß. Wer weiß, vielleicht ist es ja richtig. Ja, oder die führen eh in den gleichen Raum. Der ist schon mal... Oh ja, oh! Das sieht doch gut aus. Ei, ei. Ei. Ein Schmetterlingsei. Ei. Also irgendwie war das richtig. Ach, Dali. Da war ich mal im Museum. Guck mal, das ist ein Ei, ein ganz großes, vielleicht, was sie auseinandergezogen haben und da kommt die Sonne durch. Sieht aus wie ein Eigelb, das ist ja cool. Interessant, ja. Ja, das mit dem Eigelb hatte ich gerade gar nicht gecheckt, aber stimmt. Aber ich würde tatsächlich jetzt gerne noch in die anderen Räume gucken. Vielleicht sind ja hier noch mehr Secret-Eier versteckt. Ja, also ich denke auch, vielleicht kann man einfach überall durch und einfach alles aufmachen und alles mal ablaufen. Würde ich auch sagen, weil ich wüsste jetzt nicht sonst nicht, wo wir noch die anderen zwei Eier suchen sollten. Deswegen würde ich erstmal hier alles aufmachen. Ach, das ist aber auch schön hier. Das ist ja auch hübsch. Ja. Und da hat Greywolf sich ja richtig Mühe gegeben, nochmal mit der Galerie hier. Aber der scheint kunstbegeistert zu sein. Ja, vielleicht interessiert er sich für Kunst. Ja, ne? Dachte ich auch gerade. So ein Schlauer ist auch schon so. Ich glaube, das sagt wirklich viel über ihn aus, so, ne? Ja, und er weiß auch immer, welche Bilder von wem sind und so und platziert dann auch wahre Werke irgendwo. Ah. Das ist dann so, okay. Anderes hier. Aber es ist auf jeden Fall ein besserer Irrgarten. Der macht mehr Spaß als bei Tomb Raider 3 in Aldwych. Ey, an den habe ich auch gerade gedacht. Echt? Aber da sind ja auf den Türen Hinweisbilder, was ich ja nie gewusst habe. Ich habe das einfach immer random gemacht. Es hat auch sehr lange gedauert, bis ich das mal kapiert habe.
Das hat mir keiner gesagt bis letztes Jahr. Oh. Also hier kommen wir nicht rein in die dunklen Türen, ne? Also hier ist dann Feierabend, da kommen wir nicht mehr weiter. Also wenn wir jetzt hier... Schluss. Weil die geht nämlich aber hast du die schon mal doch, probiert? Doch, nee, habe ich nicht. Und das ist aber die, ne? Ja, aber das ist jetzt der Rundgang, genau. So, also hier haben wir alles... Ja, aber da macht doch einfach mal alles auf. Ja, gucken wir mal, wie viele Eier wir stoßen, ne? Da kann man ja nichts verkehrt machen eigentlich. Die ist doch gar nicht echt, die Tür. Mhm. Die kommt wahrscheinlich von der anderen Seite, könnte ich mir vorstellen. Sind die nochmal aufmachen hier? Aber da kommt man wahrscheinlich nur in den anderen Raum, oder? Ich würde zu der Vollständigkeit halber alles mal aufmachen. Für den inneren Monk. Ja. Heute ja, oder generell, vielleicht ist in einem Zwischenraum noch was oder so. Mhm. Ja, es kann ja auch sein, genau, dass da noch irgendwo ein Ei in der Ecke liegt, wenn man nicht mal mit dran denkt. Und man könnte nochmal versuchen, wenn irgendein Bild besonders wirkt, dass man sich da wieder reinzieht, so wie bei Flowers. Ah, ja. Das Abendmahl. Da Vinci, das Abendmahl, genau. Das ist nicht besonders genug. Ja, heute ist irgendwie in diesem Museum Tag der offenen Tür, habe ich so das Gefühl. Haha, ja, jetzt auf jeden Fall. Ja, wenn Lara einmal da ist, ne? Mhm. Ja, dann wird alles geöffnet. Aber diesmal wird immerhin nichts eingeschossen. Das ist ja auch schon mal was. Sie zerstört wenigstens nichts. Aber der Museumswächter, der muss halt alles wieder zumachen. Das ist wahrscheinlich auch nervig. Naja, dann hat er was zu tun. Das ist jetzt das mit den Blumen. Ach, hier ist die Stillleben wieder. Okay. Genau. Hm. Ich glaube, am Ende... Ja, da hat die Laura auch was für ihre Arme getan. Ja, voll. Wenn das so anstrengend ist, wie es aussieht. Am Ende führt alles zum Secret, glaube ich, ne? Oder wir haben einen fröhlichen Museumsbesuch gemacht. Aber waren wir nicht hier schon? Ach, das ist jetzt alles wieder zu. Das hat mir alles. Oh nein, ich dachte, wir machen das anders auf. Aber mir kam noch ein Gedanke, wo du gesagt hast, ins Bild reinlaufen. Vielleicht kann man das bei diesem Ei machen, was so auseinander geht, dass man da noch reinspringen kann. Und dahinter vielleicht noch... Hä? Hä? Wenn wir jetzt noch 3 Runden gehen und da jedes Mal ein Ei liegt, bin ich auch zufrieden. Aber wir haben es nicht. Doch, hier. Es ist aber immer das Gleiche komisch gewesen. Positioniert. Wir hatten ja vorhin auch schon, dass, dass das dasselbe von vor... Nee, 4 Secrets. Das hat irgendwie nicht gezählt. Aber wir haben's. Nee, doch, wir haben ja 4. Nee, haben wir nicht. Hä? 5. Aber hä? Ist ja wurscht, weil wir müssen es ja am Ende einsetzen. Wir haben's zumindest. Da geht's nicht durch. Ja... Mir fällt auch gerade auf, dass wir ja noch das Adlerei haben. Vielleicht können wir damit in dem Naturabschnitt noch was machen. Stimmt. Ja, richtig. Ich würde jetzt aber die andere Seite von der Bibliothek nochmal machen. Ja, auf jeden Fall. Also ich habe gerade gar nicht mehr so den Überblick, aber das ist ja oft so, wenn jemand anderes spielt. Also du hast bestimmt noch einen ganz guten Überblick jetzt gerade. Ich war jetzt nur verwirrt, dass die Türen plötzlich alle wieder zu waren. Wo wir eigentlich schon waren, aber hier haben wir jetzt den ganzen Teil durch. Das heißt, wir müssen nur die Seite nochmal gucken. Mhm. Das ist schon cool gemacht hier alles. Aber irgendwo läuft hier der Museumswärter rum und macht die Türen wieder zu. Ja. Es wäre witzig, wenn er so rumlaufen würde wie Winston und die Türen immer zumacht. Aber dann würde man den garantiert auch creepy finden. Ja, bestimmt. Oder wie bei Flowers, wo da der Wendler so rumstand. Den hätten sie doch auch mal wieder hier hinstellen können. Das wäre witzig gewesen. Der Wendler. Der mit dieser Jogginghose überall da. Überall steht ein Wendler rum. Ja, Christmas Park. Da auch, ja. Okay, die Tür ist verbuggt und jetzt sind wir wieder hier. Ja, ich glaube, wir haben hier alles, weil... Das führt ja auch wieder dahin. Jo. Ich glaube, wir haben das, was wir brauchen, und zwar das Ei. Das heißt, die anderen zwei müssen wir wahrscheinlich im Level finden. Wir können jetzt hier nochmal gucken.
Ansonsten gehen wir nochmal zurück und gucken, ob wir mit diesem Adlerei noch was anstellen können, ne? Echt, was die Hinweise gewesen sein sollen. Oh, Hase! Hase, das könnte ein Hinweis sein. Das glaube ich auch, dass das ein Hinweis war. Wie süß. Oh, das war echt süß. Hä? Waren wir da schon? Was passiert denn, wenn man beim Hasen langläuft? Aber die Türen sind ja offen, ne? Dann waren wir da ja schon. Und das führt dann zum Ei. Zum Secret, ja gut, genau. Es kann sein, dass der Hase einfach dann der Hinweis war. Aber es gab ja mehrere Möglichkeiten. Man hätte ja auch von der anderen Seite kommen können. Nun gut, ich glaube, wir haben... Nee, aber cool, weil sonst hätte ich gedacht... Also ich hätte so gedacht, da wäre da noch ein ungelöstes Rätsel, aber dann war das wahrscheinlich mit dem Hasen. Dann können wir hier doch besseren Gewissens dann rausgehen. Ja, stimmt, finde ich auch. Ja, cool, dann haben wir 5 Secrets im Gepäck, obwohl wir gerade nur 5 angezeigt bekommen, 4 angezeigt bekommen. Aber wir haben zumindest alles im Gepäck und ja, dann schauen wir mal, ne, wo wir die anderen 2 Eier noch auftreiben. Konnte man diese Library-Tür nicht aufmachen? Die ging nicht, nee. Okay. Die war nur aufgezeichnet, das war keine echte. Ja, dann gehen wir mal in den Wald, ne? Ich schätze auch mal, oder da, wo man den Adler hören kann. Es gibt doch die eine Stelle, wo man den so gehört hat. Wo du erst sagtest, das wäre so ein Gorilla aus, weißt du, dass der da vielleicht irgendwo hin muss? Wow. Tu mal da als Gorilla. Genau. Ja, aber das stimmt. Das ist dann ja sehr sinnvoll. Das ist naheliegend irgendwie, ne? Um nicht zu sagen, es ergibt Sinn, genau. Ja. Und hier haben wir das auch noch nicht auf, ne? Dieses Gitter. Ah, ja gut, das kann aber auch nur Deko sein, ne? Du hast gemeint, die sind manchmal einfach. Ja, stimmt, Gitter. Das ist, glaube ich, Deko. Ja, hast recht. Da ist auch gar nichts. Das haben wir gemacht da drin mit der Vase. Oben müssen die Eier rein. Da ist nichts. Hier sind wir auch fertig drin, ne? Das heißt, wir gehen jetzt wirklich mal zurück in den Wald und gucken nochmal, ob wir da irgendwo mit dem Adlerei hin können. Gucken wir mal, wo wir unser Ei hinlegen. Genau, das ist ein Problem. Genau. Oben der Raum war auch fertig, ne? Ja, da konnten wir das Feuer anzünden und dann war der Schlüsselbund unten links da in der Luke. Erstmal Randale machen. Ja, natürlich. Ich dachte so, vielleicht kannst du ja irgendwie diese Kanne einschießen. Und darunter liegt dann ein Osterei. Jetzt mal versuchen, frontal das einzuschießen. Du hast zwar schon mal probiert, aber vielleicht muss man es von vorne machen. Nee. Ja, dann gehen wir mal in den Wald zurück. Wenn da schon mal so eine Glocke hängt, dann denkt man sofort, das muss es sein, aber ne. Das ist wahrscheinlich zu naheliegend für Greywolf und er denkt sich, nee, Leute, so einfach nicht. Müsst schon mehr um die Ecke denken. Ja, genau, wahrscheinlich denken sich erstmal alle, oh ja, da ist eine Glocke, da ist ein Revolver, machen wir. Und dann darf man danach erstmal noch ein bisschen suchen. Außer man hat es noch im Kopf, diese hier Scheibe, die man da einschießen konnte. Hier war das, ne? Ja, hier hat man das. Und das ist doch da auch. Ja, das ist hier. Und da oben kann man doch auch hin. Guck doch mal. Da oben kann man doch hin irgendwie. Mhm. Da ist auf jeden Fall ein Absatz. Und da höre ich die Adler schwingen. Also, das muss schon hier sein mit dem Ei. Aber wie kommt man da hoch? Ist doch schon mal gut. Dann wissen wir schon mal, wo wir zu suchen haben. Ich probiere jetzt gerade mal so random an diese Wand zu springen. Vielleicht hängt sie sich ja irgendwo hin. Nee. Ich glaube, das hatte ich auch schon versucht vor ein paar Folgen. Ja, es kommt mir nicht unbekannt vor, aber ich habe das Gefühl, wir müssen da irgendwie hoch. Und ich finde immer noch, dass das aussieht wie eine Leiter zum Hochklettern hier. Ja. Ja, es ist schon kurios. Also es hat nicht geklappt, aber man denkt sich, irgendwas ist mit diesen Pflanzen da. Wie muss man da dran kommen können? Das könnte ich mir wirklich vorstellen. Hier, dass man da irgendwie hoch muss. Und hier, das haben wir auch noch nicht verwendet, ne? Ein Talisman. Kann man auch noch mal drüber nachdenken. Stimmt. Ob der vielleicht noch irgendwo hin muss? Oder...
Oder hat er einem irgendwas angezeigt? Aber weiß ich nicht. Vielleicht muss man auch hier nochmal irgendwo was einschießen mit dem Revolver. Ist so. Warte mal, kannst du es nochmal angucken? War da vielleicht ein Gang hinter? Oder ist es der Gang, wo wir herkamen, wenn man runtergeht? Der ist, wo wir herkamen. Ja. Ach so, ach schade. Also, es sah gerade irgendwie aus wie so ein verborgener Gang oder Kriechgang oder so, aber einfach der Ursprungsgang. Da oben ist auch ein Loch. Ah, da kann man hin. Vielleicht muss man von draußen kommen. Da ist auch ein Hangelspalt. Ja, man muss da wahrscheinlich von draußen hinkommen. Kann man sich hinhangeln? Meinst du? Wo hast du einen Hangelspalt gesehen? Kannst du noch mal an das Loch ranzoomen mit dem Fernglas? Ah ja, hier, ne? Da rechts daneben. Ja, und guck mal, geh mal bis ganz rechts durch. Das andere rechts. Damit man mal sieht, wo man da herkommen müsste. Okay, irgendwie werde ich daraus gerade nicht so schlau. Da kommt man ja nicht hin, da oben, ne? Ach, da sind sie wieder. Ja. Oder von der anderen Seite und man muss dann da irgendwie rüberspringen. So quer? Also ich meine, wenn es auf der gegenüberliegenden Wand was zum Klettern gäbe und dann... Aber es ist eigentlich zu weit auseinander, dass man dann mit so einem Rückwärtssprung dran könnte. Aber es ist zu weit. Hätte es hier auch was in der Höhle, so ein Gang, noch ein versteckter, aber auch nicht? Also man kann sich irgendwo hochziehen. Da. Ah, jetzt wollen wir nicht in das Loch fallen. Lasst mich in Ruhe, ihr Wölfe. Da kuscheln die Wolfis wieder. Ja. Sie stören einen voll beim Sie wollen zwar nur spielen, aber sie stören. Ja, genau, Lara. Wer wirft mal die Fackel weg, du Umfeldverschmutzerin? Da haben wir es wieder. Schade. Ja, werf die mal dem Wolf ins Gesicht, damit er mal kurz weggeht. Ha. Wir können ja mal hier oben gucken. Da vielleicht was übersehen haben, dass man da außen rum kommt, weißt du? Ja, da wo wir das Ei herhaben, ne? Da in der Nähe. Dass man vielleicht hier nochmal irgendwie rum kann oder so. Aber da kommt man nicht rum. Aber da drüben ist doch der Eingang. Da kann man, glaube ich, wirklich lang. Da ist eine Hangelstrecke. Ach. Oder waren wir da schon lang gehangelt? Ist nicht mehr da, wo das Adlerei war. Da sind wir ja auch mit Ach und Krach irgendwie hingekommen. Ja, das ist die Hangelstrecke. Na gut, das geht noch. Und von da müsste man doch da die irgendwie da reinkommen. Die wir benutzt hatten fürs Adlerei. Ja. Ich hangel da jetzt nochmal lang, so als letzte Amtshandlung. Weil hier hört man ihn jetzt auch wieder, den Adler. Kann man auch hier irgendwo noch hoch? Nee, ne? Er hier sein Nest hatte und wir das Ei da rausgenommen haben. Ich glaube, ich habe den aber damals, als wir das geklaut haben, das Ei noch gar nicht gehört. Dass der Adler in der Nähe ist. Sonst hätte ich mehr Respekt vor dem Ei gehabt. Ja, man sieht halt hier so schlecht, aber da könnte ein Zugang sein nach da drüben, oder? Es ist halt nur für den Lichteinfall gedacht gewesen. Ja, Fragen über Fragen, die wir wohl beim nächsten Mal beantworten werden. Genau, dann suche ich mal den Rest. Genau, das heißt, in der nächsten Folge suchen wir nochmal nach zwei Ostereiern und versuchen, das Spiel hier irgendwie über die Bühne zu kriegen, oder? Jawohl, das machen wir. Ja, sehr gut. Dann sagen wir ciao und sehen uns dann morgen auf dem Kanal von dir wieder. Jawohl, bis dann. Ciao.